Ich bin Mitglied im Bündnis Freie Bildung, weil ich es unwahrscheinlich wichtig finde, dass es eine politische Lobby gibt für dieses Thema und es natürlich auch unwahrscheinlich spannend ist, sich dort mit Gleichgesinnten auszutauschen und gemeinsam dieses Thema voranzubringen. Von der Öffnung von Bildung profitieren, glaube ich, alle Seiten. Also zum einen ich selbst, wenn ich Bildungsprojekte öffne, weil ich sehr viel Feedback dann darauf kriege. Und zum anderen natürlich ist es ein Angebot, wenn man so sagen will, an die gesamte Gesellschaft, weil Bildung dann einfach frei zugänglich zur Verfügung steht. Und das richtig Spannende an offenen Bildungsprojekten ist dann, wenn sich viele Menschen aus unterschiedlichen Bereichen beteiligen und einbringen und dann gemeinsam was ganz Neues entsteht, was man vielleicht auch am Anfang gar nicht so erwartet hätte. Damit eine digitale Gesellschaft tatsächlich gelingt, denke ich, dass es wichtig ist, dass sich alle einbringen können und sich auch alle beteiligen können. Und da ist offene Bildung aus zwei Perspektiven ganz entscheidend. Zum einen, weil durch offene Bildung natürlich erstmal ein Zugang da ist zu Informationen, zu Wissen für viel mehr Menschen, als es ansonsten der Fall wäre. Und zum anderen, weil natürlich auch eine Einladung da ist, sich tatsächlich mit zu beteiligen und mitzumachen und mitzugestalten und eben nicht nur Sachen passiv zu konsumieren. Und das ist für mich eine Voraussetzung, dass digitale Gesellschaft so eine Art und Weise ist, dass tatsächlich das ein Mitmachen ist und ein gemeinsames Machen und eben nicht nur was vorgesetzt bekommen und sich dann darin anzupassen. Na, von der Politik muss, glaube ich, an verschiedenen Ebenen ansetzen. Das ganz Grundlegende ist, wir können immer sehr viel darüber reden, wie wir uns offene Bildung vorstellen. Aber wenn es dann letztendlich auch einfach an Geld fehlt, um sowas umzusetzen, dann ist es einfach schwierig. Also, dass mehr Geld in die Bildung rein muss, das ist, glaube ich, ja, ganz, ganz unstrittig. Der zweite Punkt, der dann auch einfach so kleinere Schritte ist, wären einfach Förderprogramme, die nachhaltig sind. Es gibt im Bereich Open Source, ja, das sehr gute Förderprogramm mit dem Prototype Fund und sowas Ähnliches nochmal verstärkt, auch in eine Bildungsrichtung zu setzen, zu sagen, also rauszugeben und den Aufruf zu machen, entwickelt doch kreative Bildungssachen, die tatsächlich passieren können. Das wäre, glaube ich, eine sehr, sehr gute Sache, die getan werden könnte. Und ansonsten gibt es ja die Förderprogramme zu Open Educational Resources, OER. Auch da müsste natürlich sichergestellt sein, dass sowas weitergeht und dass Projekte nicht einfach verpuffen nach dem Ende des Förderzeitraums.